Hallo, herzlich willkommen bei Make-up Coach. Heute machen wir Schlupflied kaschieren Teil 2. Letzte Woche hatte ich euch gezeigt, wie man ein Schlupflied einschattiert, wie man überhaupt erstmal ein Schlupflied erkennt. Und letzte Woche hatten wir das mit Lidschatten gemacht und heute machen wir mal den ganz schnellen Weg mit 2 unterschiedlichen Stiften und nur einem Lidschatten. Also sehr, sehr simpel und sehr, sehr flott. Es wird dann noch einen Teil 3 geben, weil der gewünscht wurde, nämlich wie setze ich denn überhaupt bunte Farben ein bei einem Schlupflied? Und das machen wir dann separat. Ich habe jetzt außer mal eben großzügig übers Gesicht gepudert noch nichts gemacht. Ein bisschen Lippenstift habe ich, damit ich nicht so ganz nackig bin. Ich nehme jetzt den Smoke Liner in Silbergrau. Warum gerade Silbergrau? Ist ganz einfach erklärt. Ich habe ja keine ganz frische Haut mehr, ne, sondern 57 Lenze und fast 58. Und bisschen schrumpelig. Und da tun diese kleinen Glitzerpartikelchen eben sehr, sehr gut, weil die das Licht reflektieren und diffus wieder zurückschießen. Natürlich könnte man das jetzt auch mit einer matten Farbe machen, aber das ist mir ein bisschen zu langweilig. Ich finde es schön, wenn ich in der Sonne stehe und weiß, dass es dann so ein bisschen, ne, so ein bisschen bling bling macht. Und das lenkt den Blick des Betrachters auch unheimlich gut ab. Der sieht vor lauter Bling Bling nämlich nicht mehr, dass ich schrumpelig bin. Ja, das hört sich jetzt übertrieben an, ne? Also das ist jetzt nicht so, als würde dann, ne, die Lichterkette am Weihnachtsbaum Bling Bling machen, sondern es ist so ein ganz, ganz feiner, edler, kleiner, aber feiner Glitzer. So. Also den Smoke Liner in Silbergrau, den nehme ich und trage den am oberen Lid erstmal auf wie einen breiten Lidstrich. Ich erkläre es kurz vorab, denn der lässt sich nur ungefähr, sage ich jetzt mal, 20 Sekunden verblenden, also verteilen, und danach ist er wischfest. 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einmal kann ich den schön weich diffus machen und dann hält der bombig. Und wenn ich sage, der hält bombig, dann ist das tatsächlich auch so, weil ihr wisst, ich liebe diesen Stift, weil ich gehe damit auch schwimmen und in die Sauna und da passiert nichts und ich bin sogar in der Sauna eben so ein bisschen zurechtgemacht. Ne? Ich habe keine Probleme, auch so vor die Leute zu gehen, aber irgendwie finde ich schöner, wenn so ein bisschen was ist. So, also, Smoke Liner. Außen anfangen bis ungefähr zur Mitte, ruhig schön breit auftragen und sofort mit dem Finger verwischen. Schritt 1, und du kannst im Gegenzug zum anderen Auge ja schon erkennen, ne, da tut sich was. Bitte darauf achten, das hier wird gleich noch abgedeckt. Das zieht jetzt im Moment gerade noch runter. So, jetzt möchte ich aber noch ein bisschen mehr haben. Deswegen gehe ich hier unten nochmal drüber. Verwische ein bisschen weniger und ich mache auch nochmal einen Lidstrich direkt am Lidrand. So, und jetzt kommt der eigentliche Trick. Du nimmst den Stift und gehst damit genau in die Lidfalte, aber ungefähr nur bis zur Hälfte. Malst da also einen richtigen Bogen und sofort verwischen. Wirklich sofort. Und die Lidfalte ist einschattiert. Simpel, oder? Du hast also den Lidrand betont und die Lidfalte damit einschattiert. Und auch das kann man noch mal so ein bisschen intensivieren und ganz leicht verteilen. Natürlich könnte man das auch mit dem Pinsel machen, aber ich habe einfach mehr Gefühl, wenn ich es im Finger mache. Und immer schön direkt dann den Finger abwischen, nicht, dass du sonst irgendwie noch aus Versehen die dunkle Farbe irgendwo hin transportierst. Am unteren Wimpernrand auch so ein bisschen. So, und ist das nicht toll, dass das dann den ganzen Tag hält? Immer dran denken, die Smoke Liner sind Gel-Eyeliner, die Kappe aufsetzen, damit der nicht austrocknet. Es gibt ja Eyeliner auch im Döschen, die muss man auch sofort wieder verschrauben. Das ist bei diesem Produkt ganz wichtig, der darf nicht austrocknen.
Jetzt nehme ich aber noch ein bisschen Schwarz, nur am Wimpernrand entlang. Noch hier ganz unten. Mini, mini, mini. Das ist schon fast alles. Jetzt nehme ich wieder meine Palette, entweder die Schlupfi-Palette oder hier die Fünfer. Es sind ja hier die drei Farben identisch. Die Farbe Kugel und arbeite damit dann hier die Kugel noch ein bisschen heller raus. Wer es intensiver möchte, bitte dann die Farbe Kugel auftupfen. Also hast eben gesehen, ich habe sie aufgestrichen, es war schon genügend. Und ich tupfe es jetzt einfach nochmal auf. Dann bekomme ich wieder die Fülle, hier das Volumen der Kugel und dahinter die Schattierung nur durch den Smokeliner. Zwei Produkte mit dieser Wirkung. Jetzt hängen ja meine Augenwinkel, ne, ziehen das Auge runter, weil die permanent gerötet sind. Und dann gehe ich mit dem Bigaboo einfach nochmal hier drüber. Jetzt weißt du auch, warum ich meine Finger immer sofort abstreife am Kleenex-Tuch, weil ich auch hier mit dem Finger dann Bigaboo auftrage. So, das Auge geht nach oben. Das Auge ist einschattiert und sieht dadurch schön offen aus. Sofort abpudern. Ich habe hier meinen kleinen Schlupfi-Puschel dafür. Nehme so ein bisschen und gehe hier so auf die Quaste und fixiere das sofort. Ist das simpel und ist das schnell gemacht? Ja. Wer sagt, ja, mit dem Smokeliner, das ist mir fast noch zu viel Material, weil das ist ja, ne, wenn man da einen Strich mitzieht, das ist schon, da ist schon was. Wer es also noch ein bisschen fluffiger haben möchte, nimmt ganz einfach den Brightliner. Und in dem Fall die Farbe Smoky. Die ist übrigens wieder unterwegs. Wir haben noch einen ganz, ganz kleinen Bestand da, aber ist schon bestellt und müsste jetzt auch bald irgendwann kommen. Du kannst selbstverständlich aber auch Silberbrillanten oder Galaxy dafür nehmen. Ich nehme jetzt einfach Smoky, fange auch wieder außen an und gehe jetzt direkt in die Lidfalte mit rein. Schön rund arbeiten, also nicht hier so eine Schräge setzen, sondern schön rund und auch hier sofort wieder verwischen. Ganz wichtig. Simpel, oder? Ha. Nochmal ein bisschen Farbe aufnehmen für unten. Das mache ich, indem ich entgegengesetzt drehe. Also nicht so, als wenn ich zudrehe, sondern in die andere Richtung. Auch hier wieder vom Finger wegnehmen. Und dann hier unten noch ein bisschen. Und auch das hält bombig. Du kannst aber direkt schon erkennen, das ist so ein bisschen weniger. Ich will jetzt nicht sagen feiner, aber so ein bisschen noch weicher. Weniger Farbe, ein bisschen diffuser, weicher, aber mit demselben Ergebnis, dass die Lidfalte damit ausschattiert wird und das Schlupflid damit kaschiert wird. Auch hier wieder mit der Kugel. Ich nehme dafür einen Applikator. Tup, tup, tup. Genau bis zur Lidfalte dran. Und das Auge sieht schön geöffnet aus. Es kamen beim letzten Film die Fragen, was mache ich denn, wenn mein Schlupflid richtig extrem runterhängt, dann nützt es mir nichts, dass ich die Lidfalte anmale. Das ist richtig. Dafür gibt es den Film Brillen-Make-up Ü50. Das hat zwar jetzt mit der Brille zu tun, dieser Film, aber da wird ganz genau erklärt, was mache ich, wenn die Haut richtig runterhängt, wo setze ich dann diesen Schatten? Das werde ich nochmal unten verlinken. Da ist es dann nochmal sehr schön erklärt. Ich
kannst dir jetzt an meinem Auge erklären, aber ich habe das ja nicht, dass die Haut so runterhängt. Aber am Modell zeige ich dann, wie macht man das dann, wenn die Haut schon noch ein bisschen lockerer geworden ist. Und ob du das dann mit einem Lidschatten machst oder mit dem Smokeliner oder mit dem Brightliner, das geht alle drei Methoden, wenn das schon ein bisschen runterhängt. Was du aber jetzt siehst, ist, dass ich hier ja noch so viel Platz habe und wenn die Haut so hell bleibt, dann drückt das richtig runter, so als wäre das so ein bisschen geschwollen. Deswegen auch in diesem Fall jetzt bitte kein Highlighter unter die Augenbraue. Also wer ein Schlupflid hat, sollte auf gar keinen Fall hier Highlighter unter die Augenbraue setzen, weil dann passiert das, was ich jetzt von Natur aus habe. Das drückt optisch nach unten. Ich begegne dieser Geschichte so, dass ich, wo ist mein Pinsel, mit einem richtig breiten, fetten Pinsel ein wenig von dem Sonny nehme oder Schlupfi. Sonny hat halt so ein bisschen mehr Frische. Und du siehst sofort in diesem einen Schritt, dass das offener ist und das hier wieder ein bisschen drückt. Sonny. Zack, zack. Diese Palette sollte sowieso jede Frau besitzen, weil einmal so und dann und frisch. Jetzt habe ich hier noch nicht den Concealer aufgetragen. Das mache ich noch. Und auch da siehst du wieder, dass das Auge sofort nach oben springt. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich hoffe, mein Fokus war jetzt die ganze Zeit ein bisschen verrutscht, dass ich auch scharf war. So. Abpuder nicht vergessen. Ganz wichtig. So, und dann kann man die Wimpern tuschen. Ich habe jetzt hier keinen schwarzen Kajal gesetzt, damit du mal den Unterschied siehst. Das war jetzt dieser silbergraue mit ganz dünn schwarz am Wimpernrand. Und Smoke geht eher so ein bisschen ins Bräunliche. Das kannst du selbstverständlich auch mit dem Brightliner goldbraun machen. Und wie gesagt, Galaxy, Silberbrillanten, alle dunklen Farben lassen sich so verteilen und schattieren die Lidfalte eben schön ein. Es ist so, so einfach. Jo, jetzt einfach nur noch Wimpern tuschen. Da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil du weißt, ich sehe das nicht so gut. Demnächst gibt es übrigens auch ein Video, wo ich zeige, wenn man jetzt zum Beispiel eine Sehbehinderung hat, also ganz, ganz schlecht sieht, wie man da ein Augen-Make-up erstellen kann. So. Und jetzt ist das Schlupflid kaschiert. Okay, ich habe jetzt keine krassen Schlupflider, aber probier das mal aus. Also entweder wie letzte Woche mit dem Lidschatten oder so mit dem Smokeliner oder Brightliner. Smokeliner ist ein bisschen farbintensiver, Brightliner ist ein bisschen weicher vom Farbauftrag und das ist ja nochmal unterstützt mit Schwarz und das nicht. Aber Thema Lidstrich. Was mache ich, wenn ich ein extremes Schlupflid habe, wo die komplette Haut schon hier dann so da drauf liegt? Zwei Sachen sind ganz wichtig. Die Wimpern. Wenn du ein schweres Augenlid hast, was dir deine Wimpern nach vorne drückt, dann fehlt diese farbliche Unterstützung der Wimpern, weil die sind ja dunkel und die müssen unbedingt getuscht sein beim Schlupflid, weil die unterstützen unsere Schattierung, sodass das Auge so schön nach hinten hin aufgeht. Von daher sollten deine Wimpern nicht so schön lang sein, wie du das möchtest, empfehle ich dir das M2 Lashes, weil Wimpern, die ein bisschen länger sind, so um die 30%, die machen dann eben noch so, das gewisse Etwas, dass das Auge so ein bisschen aussieht wie ein Sternchen. Zweite Sache, Lidstrich. Solltest du ein extremes Schlupflid haben, dann kann das passieren, wenn du Lidstrich machst, dass der einfach nicht hält. Warum?
Durch die Körpertemperatur 37 Grad, hat das Augenlid ja auch, kann es sein, dass sich der Lidstrich, der Eyeliner dann ablöst, weil die warme Haut da drauf liegt. Da kann man eben tatsächlich nichts machen. Da nützt auch eventuell kein wasserfester Eyeliner. Zaubern kann ja kein Produkt. Könnte man natürlich dann wieder permanent machen, aber muss man für sich entscheiden, ist nicht so mein Fall, weil ich schon so viele Unfälle damit gesehen habe. Aber das nützt eine ganze Ecke weiter und auch, wenn das Schlupflid schon ein bisschen ausgeprägter ist. Aber so ein klassischer Eyeliner im Sinn von, ich mache mal einen schönen Strich mit vielleicht noch so einem Wing, mit so einem Flügelchen, da kann passieren, dass das Gewebe, was oben drauf liegt, da sagt, nee, das löse ich dir dann mit dem Hautüberschuss wieder ab. Ich habe diese Woche Schlupflidpflaster bekommen, die man ansprüht. Die werde ich auch noch testen. Vielleicht machen wir da noch einen vierten Film draus, weil was kann ich mit Schminke machen und was kann ich mit äußeren Hilfsmitteln machen. Aber nächste Woche dann erstmal der Teil mit dem farbigen Ergebnis für Schlupflid. Bist du damit einverstanden, so wie ich dir das heute gezeigt habe? Würde ich mich über den Daumen hoch freuen. Und ich freue mich auch, dich dann nächste Woche zum farbigen Schlupflid begrüßen zu dürfen. Mach's gut. Und danke.